Die Rhein-Neckar-Löwen haben erstmals den europäischen Handball-EHF-Cup gewonnen. Nach dem Halbfinalsieg gegen Frisch auf Göppingen mussten die Löwen in Nantes gegen den französischen Erstligisten und Gastgeber HBC Nantes antreten. Der Tabellenzweite der Handball-Bundesliga bestätigte mit der 16:12 Pausenführung seine Favoritenrolle. Angeführt von einem überragenden Uwe Gensheimer kontrollierten die Löwen auch die zweite Spielhälfte und siegten am Ende mit 26:24. Der Finalerfolg bedeutet gleichzeitig den ersten Titelgewinn in der noch jungen Vereinsgeschichte der Rhein-Neckar-Löwen.